Es wird mal wieder Zeit für eine Folge, was wurde eigentlich aus? Ich habe in diesem Video wieder 5 Fahrer für dich und was haben die eigentlich nach ihrem Karriereende so gemacht? Ich würde sagen, das schauen wir uns in diesem Video an und ich sage, lass uns loslegen. Wir fangen gleich mit einem Weltmeister an und zwar den Iceman Kimi Räikkönen. Er hat eine wirklich große Formel 1 Karriere hingelegt. Im Jahr 2007 konnte er die Formel 1 Weltmeisterschaft gewinnen. Er ist Stand jetzt der letzte Ferrari-Weltmeister. Und in seiner Karriere war er nicht unbedingt dafür bekannt, sehr viele Emotionen zu zeigen oder allgemein sehr viel zu sprechen. Doch vom Motorsport ist er nicht lange weggeblieben. Und zwar im Jahr 2022 und 2023 ist er in der NASCAR Series mitgefahren. Also er hat den Helm noch nicht ganz an den Nagel gehängt. Und noch etwas Privates dazu. Er ist Mitte Oktober 2023 nach Italien gezogen, sonst hört man eher relativ wenig von Finnen, was ihm aber auch höchstwahrscheinlich sehr, sehr recht ist. Kommen wir nun zu Vitali Petrov, der von 2010 bis 2012 in der Formel 1 unterwegs war, und zwar für Renault und für Caterham. Er ist vor allem in seiner F1-Zeit dafür bekannt, Fernando Alonso hinter sich zu lassen. Also Abu Dhabi 2010 sagt vielleicht sehr vielen was. Und was macht er jetzt eigentlich nach seiner F1-Karriere, die nicht unbedingt so lange war? Tatsächlich macht der Russe gar nicht so viel oder hat gar nicht so viel gemacht. 2014 ging er in die DTM und fuhr dort für Mücke Motorsport. 2017 fuhr er auch in der WEC und zwar in der LMP Tour Series mit. Und er war auch Rennkommissar in der Formel 1 im Jahr 2020. Kommen wir nun zu einem der größten aller Zeiten, und zwar Niki Lauda. Ich glaube, da wird mir niemand widersprechen, dass Niki Lauda vor allem in Österreich einer der größten in seinem Sport ist. Er gewann 3-mal die Weltmeisterschaft und überlebte einen Horrorcrash auf dem Nürburgring. Am 3. November 1985 fuhr er dann sein letztes offizielles Formel-1-Rennen. Was eigentlich sogar gar nicht so schlecht lief, er führte das Rennen an, doch er musste dann das Auto abstellen. Ja, es gibt bessere letzte Rennen, aber bis zu seinem Ausfall war es gar nicht mal so schlecht. Nach seinem Formel 1 aus war Niki Lauda wirklich überall unterwegs. Er hat sogar seine eigene Fluglinie, und zwar Lauda Air. Vielleicht kennt der ein oder andere die, vielleicht ist der ein oder andere auch schon mit Lauda geflogen. Er war in dem Bereich auf jeden Fall unterwegs. Mitte der 90er war er auch Berater bei Ferrari und war sogar dafür irgendwie so ein bisschen mitverantwortlich, dass Michael Schumacher zu Ferrari gekommen ist. Er war auch eine sehr, sehr lange Zeit als Experte tätig, aber meistens war er für RTL als Experte tätig. Später im Jahr 2013 hat er sogar 10% am Mercedes-Team erworben und ist dann sogar in den Aufsichtsrat gerückt. Und war dann eigentlich bei jedem Rennen irgendwie in der Boxengasse mit dabei und hatte natürlich auch eine enge Beziehung zu vielen Kollegen und vor allem auch zu Toto Wolff. Am 20. Mai 2019 verstarb Niki Lauda leider im Alter von 70 Jahren. Seine humorvolle, ehrliche und direkte Art machten ihn nicht nur bei vielen Fans, sondern auch bei Kollegen sehr, sehr beliebt. Im Jahr 2022 bekam er von Mercedes dann eine besondere Ehrung, und zwar wurde die Zufahrt zum Werksgelände nach ihm umbenannt, was wirklich eine sehr, sehr schöne Geste ist. Okay, jetzt kommen wir mal zu einem richtigen GOAT. Ja, nein, Spaß beiseite. Es ist nur Nicolas Latifi, aber viele nennen ihn halt den GOAT, und zwar für die wirklich falschen Gründe. Er ist in seiner Formel 1-Zeit nicht unbedingt dafür bekannt gewesen, sehr, sehr schnell und gut zu fahren, sondern eher das Gegenteil. Er fuhr sehr, sehr schlecht und hatte sehr, sehr viele Fehler drin. Ende 2022 verließ er dann die Formel 1 nach 3 Jahren F1 bei Williams, die, wie ich ja schon sagte, nicht unbedingt gut gelaufen sind. Dann kündigt er Mitte 2023 sein Ende im Motorsport an, also vorerst, das würde ich jetzt erstmal so interpretieren, denn er studiert nun BWL. Und zwar in London. Ja, ganz vorbei wird es hoffentlich nicht unbedingt sein, denn dann würden wir ein Gold mehr verlieren, oder? Ja, gut, okay, ich höre schon auf. Und der letzte Fahrer auf dieser Liste ist Daniel Kvyat. Und zwar der Lieblingstorpedo von Sebastian Vettel.
Ja, ich kann es irgendwie nicht lassen, so mit den ganzen Witzen, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir da. Ende 2020 verließ er die Formel 1 und im Jahr darauf war er dann noch Ersatzfahrer für das Alpine-Team. Er kehrte aber 2022 wieder in den aktiven Motorsport zurück. Er hatte erstmal so ein paar Gastauftritte beim NASCAR Cup. Auch für ihn ging es 2023 dann in den Langstreckensport und zwar in die WEC. Erstmal für das Bremer Team und 2024 ist er jetzt zu Lamborghini gewechselt. Und mal sehen, wie es dann dieses Jahr für ihn laufen wird. Er ist ja nicht der einzige ehemalige F1-Fahrer, der in der WEC fährt. Und nun seid ihr wieder gefragt. Das waren 5 ehemalige Formel 1-Fahrer und was sie heute machen, beziehungsweise was aus ihnen wurde. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lass gerne einen Like da und schreib mir gerne rein, welchen Fahrer möchtest du beim nächsten Mal gerne in diesem Video sehen. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und ich sage ciao.